Das Thema heißt Challenge Accepted, herausfordernder Food-Versand leicht gemacht. Ich bin sehr gespannt, was uns gleich das Panel bringen wird. Ich möchte es kurz einleiten mit folgenden Worten. Hat der Kunde im Online-Shop erstmal gekauft, dann kann nämlich der Versand die Startups vor große Herausforderungen stellen. Sind die Produkte gekühlt, sind die nicht bruchfest oder alkoholisch, dann kann beim Versand schon so einiges schiefgehen. Das Panel soll nun Tipps und Tricks zur richtigen Strategie geben und bietet Lösungsansätze zum skalierfähigen Versand von komplizierten Produkten. Das Panel wird moderiert von Matthias Jäger. Er gehört zu Hamburg Startups fast schon seit der ersten Stunde an. Und das Food Innovation Camp, das kennt er natürlich auch in- und auswendig, hat schon hunderte Produkte selbst gesehen, getestet und bewertet, wenn man so sagen kann. Seine Gäste sind einmal Dirk Knöchel. Dirk Knöchel ist Sales Manager bei ShipCloud. Seit 2016 unterstützt er das ShipCloud-Vertriebsteam und berät Kunden von ShipCloud, wie sie Logistik digitalisieren, Prozesse optimieren und das Kauferlebnis ihrer Kunden dadurch halt auch ein bisschen verbessern können. Herzlich willkommen, Dirk Knöchel und Hinrich Carstensen. Hinrich hat 2017 mit seiner Freundin Lina gemeinsam das Startup mit dem Namen Ein Stück Land gegründet. Und die beiden vermarkten Online-Fleisch. Jetzt denkt man natürlich, was ist das Besondere, wenn man Online-Fleisch vermarktet? Das Besondere ist, dass eben das ganze Tier online vermarktet wird, aber erst, wenn alles quasi ja, an den Mann oder an die Frau gebracht wurde, dann wird es erst geschlachtet. Parallel in der Food Innovation Camp Lounge stellt Frank Anders das White Paper vor. Da geht es um das Thema, warum Startups eigentlich die Gastronomie als Sprungbrett nutzen sollten und warum man vielleicht auch Köchinnen oder Köche als Influencer oder als Sparringspartner mit ins Boot holen sollte. Frank Anders ist von Nextfood und wie gesagt, ist parallel in der Food Innovation Camp Lounge zu treffen. So, und ich versuche hier mal meine ganzen Bildschirme zu wechseln, sodass ich jetzt raus bin. Ich sage viel Freude, viel Vergnügen und vor allem sehr hilfreiche Erkenntnisse beim Panel und ich übergebe an Matthias Jäger. Ja, also vielen Dank, Philipp, für die tolle Übergabe. Viel mehr brauche ich jetzt ja gar nicht sagen. Am besten fangen wir gleich an. Ich begrüße natürlich auch nochmal Dirk und Hinrich. Dass ihr da seid, freut mich, dass ich euch wieder sehe. Wir haben uns ja kürzlich erst alle persönlich getroffen, insofern ist das eine recht vertraute Runde. Aber Dirk, vielleicht erzählst du kurz mal noch was über dich, was du machst und was ShipCloud vor allem macht, was ShipCloud für Startups tun kann. Ja, sehr gerne. Danke, Matthias. Ja, mein Name ist Dirk Knöchel. Ich bin Account Manager bei ShipCloud. Und ShipCloud hat sich zum Ziel gesetzt, halt die Logistik zu digitalisieren. Das machen wir jetzt schon seit 7 Jahren. Und wir bieten eine Multi-Carrier-Plattform an als Schnittstelle, die sich schnell und einfach halt in unterschiedliche Shop- und Warenwirtschaftssysteme integrieren lässt. Da gibt es halt zum einen fertige Plugins, zum Beispiel in Shopware oder WooCommerce oder Shopify. Und zum anderen gibt es aber auch Lösungen, die weit darüber hinausgehen. Also man kann uns halt auch eine SAP-Umgebung anbinden oder halt Microsoft Dynamics oder Business Central, wie es jetzt gerade heißt. Da ändert sich halt der Name auch immer gern mal. Also es geht halt wirklich halt vom kleinen Benutzer, sage ich mal, der da irgendwie seine 20, 30 Pakete vielleicht im Monat verschickt, bis hin am Ende dann halt tatsächlich zum Großversender mit 20.000, 30.000 Paketen am Tag. Das ist so die Range, die wir da halt einfach problemlos abdecken können. Alles klar, was das konkret bedeutet, können wir dann nachher gleich noch im Gespräch herausfinden. Erstmal nochmal hallo Hinrich. Ich glaube, ich zeige erstmal das Video zum Einstimmung. Ist das okay? Ja, ja. Dann machen wir das. Geht gleich los, Moment. Vor 30 Jahren haben meine Eltern angefangen, schottische Galloway-Rinder zu halten. Schon als kleiner Junge fand ich es spannend, mit meinem Vater früh am Morgen auf unsere Felder zu fahren. Die besondere Nähe zu unseren Tieren und die traditionellen Gerichte meiner Mutter haben mich bis heute stark geprägt. Aus diesem Grund habe ich mit meiner Freundin Lina ein Stück Land gegründet.
persönliche Bezug zum Landleben bringt uns immer wieder in den direkten Kontakt mit den Galloways und der Natur. Der Respekt zum Tier und die artgerechte Haltung ist uns bei Ein Stück Land besonders wichtig. Wir arbeiten eng mit Landwirten aus ganz Schleswig-Holstein zusammen, die genau diesen Anspruch mit uns teilen. Das ganze Jahr über laufen die Galloways auf weiten Feldern und ernähren sich ausschließlich von Gras. Die Landwirte kümmern sich stets persönlich um das Wohl der Tiere und sind regelmäßig bei der Herde. Unser Anliegen ist es, den einzigartigen Geschmack und die einmalige Qualität von Galloway-Fleisch für euch anzubieten. Durch regelmäßige Kontrollen stellen wir das Wohl des Tieres sicher. Wir machen Fleischessen wieder zu etwas Besonderem. Wir freuen uns auf euch. Ja, sehr schön. Das war ein schönes Video. Du bist aber jetzt ja kein gelernter Landwirt und bist auch nicht immer schon... Oh, Entschuldigung. Da läuft im Hintergrund das nächste Video. Da war noch das nächste Video von euch beiden. Ja. Aber das wollen wir jetzt nicht schauen. Nein, aber nochmal zurück zu dir. Du bist ja kein gelernter Landwirt. Du hast ja vorher was anderes gemacht. Wie bist du jetzt auf Umwegen dann zu Ein Stück Land gekommen? Also erstmal, also in dem Video war tatsächlich auch mein Vater zu sehen. Daher kommt der Bezug zu den Galloway-Rindern, weil wir schon, also meine Familie hat seit bestimmt 35 Jahren ihre eigene Galloway-Herde im Naturschutzgebiet. Ich bin eigentlich gelernter Bauingenieur und da ist aber durch die Zeit und die Familien werden kleiner, die Kinder ziehen aus, war die Vermarktung der Rinder auf dem Dorf halt immer schwieriger. Und deswegen hatten Lina und ich eben die Idee, digital zu unterstützen. Und haben eigentlich das Konzept, was schon auf dem Dorf eigentlich ja seit Jahrzehnten gemacht wird, dass eben Familien sich anmelden und wenn genug Familien zusammenkommen, dann wird ein Tier eben erst geschlachtet und dann sofort verteilt. Das haben wir ins Internet gebracht, sozusagen ins Digitale und vermarkten jetzt seit 3 Jahren für jetzt schon ungefähr 24 Landwirte, es wurde immer mehr, deren Galloway-Rinder, Schwein und Geflügel aus wirklich artgerechter Haltung. Die Tiere werden überwiegend eigentlich als Naturschutzpfleger eingesetzt in Naturschutzgebieten. Und wenn die Herde irgendwann zu groß wird, dann ist es halt soweit, dass man eben ein Tier schlachten muss. Und da gehen wir unterstützend mit rein und vermarkten eben deutschlandweit das Fleisch aus Schleswig-Holstein. Thema heute ist ja die Herausforderung, die der Versand von Foodprodukten mitbringt. Da haben wir nicht zufällig euch ausgewählt. Kannst du mal vielleicht mal aufzeigen, was das Sortiment also umfasst und was eigentlich auch deutlich macht, warum ihr gerade prädestiniert seid, um mal das ganze Problemfeld in Anführungszeichen durchgehen zu können? Ja, also wir haben letztendlich ja erstmal den Kontakt mit dem Landwirt, der das Tier zum Schlachter bringen muss und ab da übernehmen wir wirklich alles. Also unser Schlachter zerlegt das genau, wie wir wollen, das Fleisch und sobald es die Kühlräume beim Schlachter verlässt und beim Zerleger, sind wir natürlich für den Versand verantwortlich, also für den kompletten Transport des Fleisches. Und das hat natürlich die Herausforderung, dass wir es kühlen müssen und zwar vom Zerleger bis zum Endkunden. Also wir holen das Fleisch ab, verpacken das denn hier, dann kommt nachher, wie gesagt, dann auch Shipclown mit ins Spiel, dann holt unser Logistiker ab, den wir seit 3 Jahren an der Hand haben und der liefert das dann letztendlich wirklich termingerecht. Und das ist besonders wichtig, weil das Fleisch darf ja nicht verderben, also es kann jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Packstation über 3-4 Tage einfach da liegen, bringt es halt termingerecht beim Endkunden direkt vor die Haustür. Und das ist eben auch die Herausforderung, also es hört sich jetzt immer so leicht an, aber letztendlich ist das eben genau das Komplizierte, die ganze Kette vom Zerleger bis zum Endkunden gekühlt. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen, ihr habt, was du eben noch gar nicht erwähnt hast, ihr habt auch zerbrechliche Ware, das heißt Flaschen, Gläser. Genau. Du hast gekühlte Ware, du hast tiefgekühlte Ware, also eigentlich alles, wo irgendwo was schiefgehen kann. Dirk, wenn du sowas hörst, jetzt kommt ein Kunde neu auf dich zu und erzählt dir, das ist meine Produktrange da. Was ist da deine erste Reaktion und was würdest du ihm raten? Also grundsätzlich ist es so, man muss sich immer genau, das, was Hendrik auch getan hat, hat einfach Gedanken machen, kommt die Ware heil beim Kunden an? Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste an der Sache. Es gibt halt viele Online-Händler, die halt sich keine Gedanken so richtig darüber machen über die Zustellung, sondern die sagen sich halt, naja, ich packe jetzt hier die Ware und schicke das da mal weg und der Kunde kriegt ja dann irgendwie per E-Mail so einen Tracking-Link und dann wird schon ankommen. Und das ist halt das, wo ich grundsätzlich halt zu auffordere, die Verantwortung zu übernehmen fürs Paket und wirklich sicherzustellen, dass die Ware halt beim Kunden am Ende auch wirklich ankommt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Und natürlich, gerade im Food-Bereich ist es dann halt einfach so, da muss man halt einfach gucken, dass man den Logistiker hat, der zu dem Produkt passt, was man halt einfach verschickt. Das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig. Und vielleicht so als so Best-Practice-Tipp halt grundsätzlich, also man sollte jetzt nicht dahergehen und einfach sagen, ja, ich verschicke jetzt hier irgendwie Frischfleisch zum Beispiel. Ich mache das jetzt ganz normal irgendwie mit einem normalen Paket. Und das ist auch das, was Hinrich gesagt hat. Gerade bei Food ist es halt extrem wichtig, dass die Ware wirklich zugestellt wird und nicht irgendwie in einen Paketshop halt kommt. Also ich kann da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben Kunden gehabt, die haben BARF verschickt. Also dem einen oder anderen sagt das was. Das ist Hundefutter, im Grunde frisches Hundefutter. Und wenn dann so ein Paket am Freitag nicht zugestellt werden kann, und das dann in irgendeinem Shop landet und der Kunde das aber auch am Montag und Dienstag und Mittwoch nicht abholen kann, weil er im Urlaub ist oder so, dann fängst du in dem Shop irgendwann auch ziemlich schnell an zu muckeln. Und da läuft auch mal was aus dann halt. Mhm. Und da gab es dann halt solche Fälle zum Beispiel, und das muss man halt auch wissen, also immer vorher erkundigen, ganz, ganz wichtig halt, wenn man frische Ware verschicken will, wie das am besten geht, weil dann gibt es auch mal die Rechnung vom Versanddienstleister, der dann halt sagt, ja, okay, unser Logistikpartner in dem Shop XY, der hat jetzt da ausgelaufenes Fleisch sozusagen, also Fleischsuppe gehabt, da kostet die Reinigung dann mal 300, 400, 500 Euro, die dann halt durchaus da auch mal in Rechnung gestellt werden kann. Und da muss man halt sich so ein bisschen diese Tragweite auch bewusst werden. Und deswegen ist es halt so, es gibt spezielle Versanddienstleister, wo man halt einen Zusatzservice buchen kann zum Beispiel, dass man sagen kann, bei DPD als Beispiel, da gibt es DPD Food, da macht man halt eine Vereinbarung, die halt ganz genau sagt, dass diese Ware immer am nächsten Tag auch zugestellt wird. Also gerade der Versand, und darum soll es ja heute gehen, zum Endkunden ist eigentlich das Wichtigste an der gesamten Kette. Klar, der Internetauftritt und so auch, um Vertrauen eben auch aufzubauen, aber wenn das Paket nachher nicht viel Termin direkt ankommt und vor allem gut und auch das Unboxing und so, das ganze Packaging nicht passt, dann ist das ganze Produkt nachher beim Endkunden letztendlich negativ behaftet. Also gerade der Versand muss optimal funktionieren, weil da kommen nachher am meisten Beschwerden. Mhm. Guter Versand fängt ja schon an, dass man eine gute Verpackung hat, ein gutes Packaging hat. Ja. Was habt ihr dabei alles zu berücksichtigen bei euren verschiedenen Produkten auch? Also wir vermarkten ja unter anderem Frischfleisch, aber wir haben wiederum auch Pakete, die tiefgefroren sind. Also wir lagern dann hier auch Fleisch, was sozusagen in Anführungsstrichen übrig geblieben ist, und stellen das dann auch nochmal online in die Vermarktung. Und das ist ja nochmal ein Schritt komplizierter, weil das halt bei minus 18 Grad verschickt werden muss. Ich meine, ihr wart ja gerade am Donnerstag bei uns, da hatten wir 35 Grad Außentemperatur. Normalerweise, weil wir noch nicht so viel Erfahrung hatten damals, haben wir dann immer allen geschrieben, dass das eine Woche später verschickt wird, weil es eben draußen so warm war in den letzten Jahren auch. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich einfach mal versucht, und es kam am Freitag ohne irgendwelche negativen Kommentare perfekt tiefgefroren beim Endkunden an. Und das erreichen wir eben nicht durch Styropor. Das war uns von Anfang an eben auch wichtig, dass wir viele Versender verschicken halt ein Steak oder so in so einer kleinen Styroporkiste. Wir wollten kein Styropor, und deswegen haben wir eine Firma gefunden. Das war auch Zufall, dass sie sich gerade gegründet haben, und wir isolieren mit gepresstem Stroh. Und das kann man eben ganz einfach auf den Biomüll werfen. Das ist nicht mit Plastik umhüllt, sondern mit Stärke ummantelt, und das klappt wunderbar. Wir kühlen unter anderem mit Wasser, Eis sozusagen, was wir selbst in Beutel füllen, und unter anderem auch mit Trockeneis bei tiefgekühltem Versand. Und hat alles wunderbar funktioniert und ist komplett ökologisch abbaubar. Ich habe hier auch diverse Sachen noch. Zum Beispiel, das sind jetzt unsere Strohisolierung. So sieht das Ganze aus. Viele kennen das schon aus dem Food-Bereich. Und wir haben halt alles komplett mit recyceltem Karton. Also ist wirklich komplett nachhaltig aufgesetzt. Ihr verschickt ja hauptsächlich so Standardpakete, wo dann verschiedene Teile eines Rinds oder eines Schweins zusammen verschickt werden. Ja. Du sagst, es gibt ja teilweise tiefgekühlte und gekühlte Produkte, werden die dann getrennt geschickt auch? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt auch vielleicht noch eine Flasche Wein dazu bestelle, kriege ich dann am Ende drei Pakete, oder gibt es dann so Pakete, die das alles in irgendeiner Form zusammen bündeln können? Nee, genau. Also wir haben ja einen Express-Logistiker zum Beispiel, das ist Go-Logistik, das kann man bei uns ja auch überall transparent sehen. Und da muss man natürlich, jeder weiß das, Express kostet viel Geld, und Express benutzen wir wirklich nur für gekühlte Ware, und die ungekühlte verschicken wir über einen zweiten Weg, wo nachher eben auch dann wiederum ChipCloud ins Spiel kommt.
Das wird dann umgekühlt per DHL verschickt, also zum Beispiel Wein oder unser Rinderfond in einem sehr dünnen Glas, Leberwurst. Das wird dann eben umgekühlt über 3 Tage per DHL verschickt. Und alles, was mit Fleisch zu tun hat, mit gekühltem Versand, verschicken wir über Nacht mit GoExpress zum Endkunden. Dirk, wie weit habt ihr da ein Stück Land beraten? Wie ist überhaupt euer Kontakt entstanden? Wie seid ihr zueinander gekommen? Das ist jetzt eine gute Frage. Es ist schon so lang her wieder. Also es ist tatsächlich so über eine Agentur in dem Fall gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Hinrich, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Henning hat uns da zusammengebracht damals. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich hatte ja anfangs gesagt, man kann ShipCloud in ganz unterschiedlichen Systemen halt nutzen. Der Vorteil von ShipCloud ist halt einfach, ich installiere als Versandschnittstelle ShipCloud in meinem Shopware-Shop in dem Fall, so ist es bei Hinrich auf jeden Fall. Und dann kann ich halt problemlos alle möglichen Versanddienstleister benutzen. In dem Fall DHL, Go, aber Hinrich könnte jetzt auch sagen, aus irgendwelchen Gründen, er möchte auch gerne mit DHL Express zum Beispiel verschicken oder mit GRS, DPD, was es alles gibt. Also da sind aktuell 14 unterschiedliche Versanddienstleister angeschlossen, die man benutzen kann. Und das war eine Shopware-Agentur, die uns damals zusammengebracht hat. Hinrich hat sich da beraten lassen für die Webseite. Und der hat dann gesagt, ach Mensch, hier, ich kenne da ShipCloud, das ist eigentlich ganz cool, weil du hast ja 2 unterschiedliche Versanddienstleister, die du benutzen willst. Da sparst du dir halt viel Aufwand und der Versand ist halt super easy. Und ja, ich glaube, für Hinrich war das ein No-Brainer dann halt. Ja, wir hatten damals dann auch wenig Ahnung von dem Ganzen drumherum. Und da ist so eine Lösung, dass man wirklich nur ein Plugin hat mit verschiedensten Schnittstellen, ist natürlich super einfach dann eine Handhabung für uns. Also ihr habt von Anfang an zusammengearbeitet. Also seit, genau. Mhm. Auf jeden Fall. Genau. Seit 3 Jahren arbeiten wir dort eng zusammen. Okay. Dann gehen wir einfach mal die Kette weiter. Jetzt ist ein Paket gepackt, alles gut gekühlt, alles isoliert, alles versandfertig. Und das geht dann eben in den Versand. Und wie weiß ich dann als Kunde, als Kundin, wann das Paket wo genau ankommt? Denn da kommt es ja schon ein bisschen auf die Zeit an. Das kann ich ja nicht irgendwo 3 Tage irgendwo im Lager stehen bleiben, sondern da muss ich ja schon ziemlich genau wissen, wann mein Paket kommt, damit ich das doch nicht mitbekomme. Wir haben ja letztendlich eine sehr komplizierte Versandabwicklung, weil es ja nicht so wie in anderen Online-Shops ist, dass du heute bestellst und nächste Woche kommt es schon an. Also du kaufst ja überwiegend ein Paket von einem Tier, was noch lebend auf der Weide steht. So, deswegen können wir dir auch noch nicht exakt sagen, wann dieses Paket ankommen wird, weil ja erst noch diverse Kunden, andere Kunden auch noch das Tier eben kaufen müssen. So, und deswegen haben wir auf der Internetseite eben anschauliche Zähler, wo du exakt nachverfolgen kannst, wie viele Pakete noch zur Verfügung sind, bis es verkauft wird. So, und dann, wenn es vermarktet ist, dann bekommt der Kunde den ersten Kontakt von uns, dass das Tier jetzt vermarktet ist und zum Schlachter kommt. Dann weiß er, oha, okay, gut, es geht jetzt los, es dauert jetzt, dann können wir schon so eine ungefähre Zeiteinschätzung geben, wann es denn von uns abgeholt wird und verpackt wird. Das dauert immer so 2,5 Wochen. Dann bekommt er noch einmal eine E-Mail, bevor es angeliefert wird, eine Woche vorher, um die Lieferadresse bei Bedarf zu ändern, weil wir wissen ja nie genau, ob der Kunde dann eventuell noch zu Hause sein wird. Wenn du vor 4 Wochen oder 3 Wochen ein Paket bestellt hast, dann bist du eventuell im Urlaub oder doch auf der Arbeit oder wie auch immer. Genau, und dann ist er schon vorbereitet, es kommt und wenn es dann wirklich losgeht, dann weiß er auch wirklich, dass das Paket nächsten Tag kommt und dann muss er zwischen 8 bis 12 Uhr auf jeden Fall zu Hause sein. Und das war halt so ein Punkt ganz am Anfang, als wir die Idee hatten, dass er immer so ein bisschen, davor hatten wir Angst, dass er eventuell nicht zu Hause ist. Und was ist, wenn er nicht zu Hause ist und das Paket wieder mitgenommen wird? Genau das wollten wir vermeiden. Da können wir wirklich sagen, wenn man gut vorbereitet, mit sehr vielen Informationen und transparent arbeitet und das nicht unbedingt als negativen Punkt ausgibt, dass es so lange dauert, sondern es ist ja bei uns eigentlich ein positiver, dann ist der Kunde oder die Kundin auf jeden Fall dann auch zu Hause oder gibt uns eine Abstellgenehmigung und es ist auch überhaupt kein Problem. So, und dann ist der Kunde auf jeden Fall zu Hause und Go, unser Logistiker, kommt dann vor die Tür und übergibt das Paket dann sozusagen direkt dem Endkunden. Nehmen wir mal jetzt den Worst Case an. Ich bin dann aus irgendeinem Grund dann gerade dann doch nicht da. Wie lange hält sich dann so eine Lieferung in dem Paket, dass sie noch verzehrfähig und lagerfähig bleibt? Also wir können das auf jeden Fall bis abends locker noch garantieren. Also viele haben es ja mit auf der Arbeit und erst um 19 Uhr zu Hause am Freitag zum Beispiel und packen es dann erst aus, überhaupt kein Problem. Und letztendlich haben wir einen Logistiker, deswegen haben wir diesen ja auch gewählt, mit dem wir immer direkt Kontakt haben per Telefon,
Und der könnte das dann auch wieder mitnehmen und eine erneute Zustellung am gleichen Tag noch gewährleisten. Das können ja die meisten gar nicht. Deswegen war uns das auch wichtig, bei diesem zu sein. Oder wir schreiben den Kunden an, hey, dein Paket kommt jetzt wieder mit zur Packstation von Go. Du kannst es entweder abholen, dann ist es natürlich günstiger, oder wir stellen das erneut zu. Und dann hatten wir bis jetzt seit den 3 Jahren, bei den ganzen Sendungen hatten wir noch wirklich noch nie Probleme. Wir haben es immer geschafft. Okay, also nicht so, dass es dann irgendwo im Lager dann in irgendeiner Abholstation, weil was Dirk davon erzählte von deinem Hundefutter, wo das dann irgendwie durchsuppte dann. Ne? Also, letztendlich hat dieser Logistiker auch gar nicht die Möglichkeit, das irgendwo zu lagern. Dafür ist er ja gar nicht ausgelegt. Also so ein System wie bei DHL oder so, dass das letztendlich nachher auch ausgenutzt wird, um das Paket einfach mitzunehmen und da zu lagern, das ist da immer gar nicht möglich. Also das Paket, der Express-Logistiker, der ist entstanden durch Kurierdienste, durch Briefe und so, und der ist darauf ausgelegt, das auch wirklich abzugeben. Mhm. Und das spielt uns halt da perfekt in die Karten. Okay. Dirk, vielleicht kannst du was noch dazu sagen, was da wohl jetzt der Unterschied bei ein Stück Land ist und deren Dienstleister zu deinem mit dem Hundefutter, diesen Worst Case mit dem Hundefutter. Oder ist da irgendein Learning innerhalb der letzten Jahre entstanden, dass man das anders managt? Nein, es ist ja tatsächlich so, das, was ich erzählt hatte, da wurde ja ein Standardpaket verschickt. Mhm. Und das ist ja dieser große Unterschied. Also wir müssen jetzt hier differenzieren an der einen Stelle zwischen einem ganz normalen Standardpaket, was im Übrigen in der Definition rein rechtlich keine garantierte Laufzeit hat. Also da gibt es ja tatsächlich, lebe ich ja auch mal wieder, dass Kunden sagen, hey, das war eine Woche unterwegs. Ja, das kann passieren. Das ist natürlich nicht der Standardfall, aber Ausnahmen bestätigen da halt die Regel. Und es gibt bei einer Standardsendung, die immer die günstigste natürlich ist, gibt es keine garantierte Laufzeit. Also selbst 14 Tage wäre noch, sage ich mal, normal. Und da hat man noch nicht mal irgendwie Anspruch zu reklamieren. Und deswegen ist es halt gerade so wichtig bei verderblicher Ware, dass man kann einen Mittelweg gehen sozusagen. Das ist halt dieses Beispiel, was ich schon gesagt hatte mit DPD Food. Das wäre halt zum Beispiel, dass man eine Option bucht. Das kommt auch darauf an, was man halt verschickt. Ne? Also wenn es jetzt nicht super, super frische Ware ist, aber es ist dann halt trotzdem Lebensmittel, die will man jetzt vielleicht auch nicht irgendwie eine Woche oder 2 Wochen unterwegs haben. Obst, Gemüse oder irgendwie sowas, das muss ja jetzt in der Regel nicht so tiefgefroren sein. Wenn man das verschickt, dann kann man halt bei den meisten oder bei einigen Logistikern dann halt eine Food-Option sozusagen mit dazu buchen, sodass der Logistiker priorisiert dieses Paket behandelt und dass er sozusagen sagt, ja, okay, ich garantiere, dass das bis abends irgendwie zugestellt wird. Ja, also das ist dann halt so diese Zustellgarantie, die man da hat. Und das, was Hinrich halt macht, das ist halt wirklich ein Expressdienstleister, der nochmal mehr kostet, der halt wirklich sagt, ich stelle bis spätestens dann und dann die Ware definitiv halt auch zu. Und ich probiere dann auch, wenn es ein Problem gibt bei der Zustellung, eigenaktiv, proaktiv sozusagen, halt die Ware an den Mann oder an die Frau halt dann halt zu kriegen. Und da vielleicht auch nochmal wichtig, Thema, ich sage jetzt mal Datenschutz, das haben wir auch immer wieder so ein Thema. Es ist wirklich bei Expressdienstleistungen extrem wichtig, dass der Kunde, der bestellt, seine Telefonnummer halt auch mit angibt, weil die Aufgabe dieses Expressdienstleisters ist es ja wirklich am nächsten Tag dieses Paket zuzustellen. Und im Zweifelsfall, der ruft dann halt auch an und sagt, hey, ich stehe jetzt hier vor deiner Haustür, wo bist denn du? Und dann kann man da immer noch schnell was klären. Deswegen, wenn man halt wirklich, also gut verderbliche Ware halt verschickt, die schnell verderblich ist, dann wirklich halt mit dem Expressdienstleister das machen und im Shop, im Checkout dafür auch sorgen, dass der Kunde als Pflichtfeld sozusagen seine Telefonnummer mit angibt. Und dann gibt es immer viele, die sagen, ja, ich will ja hier den Kunden nicht belästigen und dem das Gefühl geben, ich frage hier alle seine Daten ab. Sowas kann man auch mal gut in der FAQs halt einfach erklären im Shop und sagen, hey, wir brauchen aber deine Telefonnummer, damit halt wirklich sichergestellt werden kann, dass dein Paket innerhalb von einem Tag zugestellt werden kann. Ja, das ist ein gutes Learning, Dirk, tatsächlich. Wir hatten am Anfang das nämlich nicht als Pflichtfeld in der Telefonnummer und hatten dann ab und zu Probleme, den Kunden halt zu erreichen, weil dann kannst du nicht eine E-Mail schreiben und du musst halt sofort irgendwie Kontakt aufnehmen. Und das haben wir nachher gewechselt zum Pflichtfeld. Da haben sich einige nicht beschwert, aber hey, warum braucht ihr auf einmal meine Telefonnummer? Weil manche verstehen das wirklich nicht. Aber seitdem wir das haben, kann man die Kunden halt immer, es gibt immer welche, die dann eine falsche Telefonnummer da reingeben, weil sie ihre eigene nicht rausgeben wollen. Das ist auch schon mega komisch, aber gut. Aber mit der Telefonnummer auf jeden Fall, das ist super wichtig, wenn man mit so einem Produkten irgendwie handelt und verschickt, dann braucht man auf jeden Fall eine Telefonnummer, um dann wirklich am Liefertag diese Person erreichen zu können. Und auf jeden Fall, wir machen das ja so, dass wir Bestellungen sammeln und dann am einen Tag in der Woche alles rausschicken. Also wir machen jetzt nicht jeden Tag, sondern an einem Tag. Und dann sind wir aber auch an dem Anlieferungstag, sind wir auch mit dem Kundenservice richtig schnell dabei. Sobald irgendjemand fragt, wo bleibt mein Paket, sind wir auch sofort am Apparat und rufen unseren Logistiker persönlich an. Das ist halt auch noch echt wichtig, dann auch wirklich sofort greifbar zu sein. Mhm.
Du sagst, das klappt auch alles wunderbar und ihr habt kaum Reklamationen. Gibt es da vielleicht doch mal, also Retouren gibt es ja im Zweifelsfall nicht, aber gibt es vielleicht andere Reklamationen, dass man sagt, das Steak war jetzt aber zäh oder das Fleisch zu fett oder was? Gibt es da irgendwelche interessanten, auch vielleicht kuriosen Reklamationsfälle? eigentlich sind unsere Kunden alle super, wie soll ich das sagen? Also letztendlich ist ja unser Fleisch halt sehr, sehr hochwertig. Und da wir mit einem sehr naturbelassenen Produkt handeln, kann es immer mal sein, dass das eine Fleisch nicht so ist, wie das andere war, ne, weil wir halt nicht mit einer Standardware irgendwie am Handeln. Aber wir haben eigentlich nie, ja klar, mal zu zäh oder ich habe das jetzt 3 Stunden geschmort, es ist immer noch nicht weich oder irgendwie so. Natürlich, aber Retouren können wir so gar nicht handeln, weil wir das Fleisch, wenn das hier zurückgeschickt wird, dann könnten wir es wegschmeißen. Ja, klar. Deswegen sind wir bei Retouren, wenn irgendwie was nicht so gut geschmeckt hat oder so, dann sind wir halt sehr kulant, was das Geld für diese Ware dann anbelangt. Und dann erstatten wir es zurück oder haben ein Bonussystem oder wie auch immer. Deswegen, da ist es sowieso super wichtig, dann auf den Kunden zuzugehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit einem Kunden jetzt 5 Tage lang E-Mails hinterher zu schreiben. Der ist dann nachher am Ende unglücklicher als vorher und erzählt da auch noch irgendwie was über dich, was eigentlich gar nicht so stimmt. Deswegen sind wir da super kulant und wollen das auch sein, weil wir halt irgendwie mit Warenkorbwerten von über 200 Euro hier hantieren. Und da muss alles wirklich auf den Punkt genau passen. Du hattest mir von einer Reklamation erzählt, so ein bisschen kurios, weil da hat sich eben beschwert, die Ware wäre halb aufgetaut gewesen. Das war ein Missverständnis. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ja, das ist halt das Wichtige, dass man transparent und dem Kunden möglichst viele Informationen gibt. Letztendlich, wir vermarkten Frischfleischpakete, aber auch wiederum TK-Pakete. Und dieser Kunde hat halt ein Frischfleischpaket bestellt und hat sich beschwert, dass es halt schon fast komplett aufgetaut war, bis ein Teil. Aber eigentlich ist das Fleisch halb durchgefroren schon gewesen, weil es so kühl da drin war, statt wirklich noch frisch anzukommen, also weich. So, und das war eigentlich das Einzige. Also es ist wirklich alles perfekt funktioniert, sogar noch besser, weil das so schön kalt war. Und dann hat der Kunde sich natürlich sofort entschuldigt und meinte, ach so, okay, ja, das habe ich falsch verstanden. Und war ja auch dann gar nichts Großes dann. Euer Produkt hat ja auch so einen Touch Bio, Nachhaltigkeit, bewusste Ernährung. Ja. Wie weit sind das für Nachhaltigkeit, Bio, inwieweit sind das Kriterien, die ihr auch bei euren Produkten und auch beim Versand berücksichtigt? Also letztendlich so das Thema Nachhaltigkeit, das wurde ja vorhin auch schon mehrmals erwähnt, ist für uns eigentlich ziemlich wichtig. Also wir wollen nachhaltiger sein. Natürlich ist jetzt irgendwie, kann man sehr darüber diskutieren, wie nachhaltig Rinder generell sind, aber letztendlich wollen wir so nachhaltig wie möglich sein. Deswegen auch eben diese Stroh und recycelte Pappe und Karton und alles drum und dran. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir verarbeiten zum Beispiel auch unseren eigenen Karton selbst nochmal, schreddern den und benutzen den nochmal als Polstermaterial. Bio ist tatsächlich, da haben wir auch, wir haben auch einen Hofladen, da haben wir immer sehr viel mit Kunden in Kontakt, die nur Bio haben wollen. Und da haben wir eigentlich eine relativ konsequente Meinung, dass Bio ist kein Standbein von uns. Also uns ist wichtig, dass es den Tieren gut geht, draußen in Naturschutzgebieten das ganze Jahr über. Einige Landwirte von uns sind Bio, andere nicht. Solange es den Tieren aber gut geht, passt dieser Landwirt mit seinem Betrieb eben zu uns. Und dazu ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Und Nachhaltigkeit ist uns halt super wichtig. Deswegen verschicken wir zum Beispiel auch nur Fleischpakete. Es gibt ja genug Fleischversender, da kannst du dann irgendwie ein Ribeye-Steak bestellen. Das wird einmal quer durch Deutschland geschickt. Das ist bei uns halt nicht möglich. Wir haben von vornherein, Dina und ich, hatten am Anfang immer so 6,5-Kilo-Pakete. Wir sind jetzt bei einem Paket von 4,5 Kilo oder 4 Kilo. Aber weiter drunter wird es bei uns auf jeden Fall nie sein, weil wir nicht für ein Steak irgendwie einen Lieferwagen quer durch Deutschland schicken wollen. Also bei uns gibt es wirklich nur Fleischpakete in so ab 3,5-4 Kilo. Ja, beim Thema, Thema Nachhaltigkeit, Hinrich, fällt mir gerade noch ein, weil du sagst, ihr habt ja eigentlich keine Retouren, aber indirekt habt ihr doch ein bisschen Retouren, weil ihr nehmt ja die Verpackung auch wieder zurück, ne? Richtig, genau. Wir bieten an, dass die Kunden letztendlich wollten wir auch immer noch von ShipCloud das Retourenportal benutzen. Aber letztendlich machen wir es gerade noch manuell, dass der Kunde die Strohisolierung, es ist einfach zu schade, diese Isolierung auf den Biomüll zu werfen oder in der Stadt in die Biotonne. Deswegen bieten wir den Kunden immer an, und das ist jetzt auch seit neuestem erster Fall, seit bestimmt einem halben Jahr, und das wird sehr gut angenommen, dass der Kunde die Verpackung zurückschicken kann mit dem Stroh, und der kriegt für uns oder von uns dann 10 Euro als 10 Heuballen, das ist jetzt endlich unser Bonussystem online, nichts geht über Branding, ne? Also kriegt dann 10 Heuballen im Wert von 10 Euro auf sein Kundenkonto gut geschrieben und kann dann das in der nächsten Bestellung wieder einlösen. Und die meisten
bezahlen halt 6 € für den Versand zurück, also verdienen da sogar noch 4 € dann dazu. Die Kühlbeutel oder die Kühlaggregate, was es da ist, kann man die auch zurückschicken? Genau, die benutzen wir alles wieder. Wir haben ja auch hier, das sind letztendlich unsere Kühlpacks mit Wasser, die frieren wir dann ein. Hier oben ist ein Verschluss, kannst du auskippen, für deinen Strandtag noch mitbenutzen oder wir zurückschicken, wir verwenden die wieder. Genau, ist ein Kreislauf und unsere Kunden wissen das auch sehr zu schätzen. Aber deswegen ist es auch so wichtig, sich im Vorfeld wirklich Gedanken zu machen, wie man was verpackt und wie man was wiederverwerten kann. Wenn man es wiederverwerten kann, dann hat man gleich schon ein ganz anderes Standing als andere. Also einfach nur wegwerfen für einmal Benutzung, das ist auf jeden Fall nicht mehr Stand der Zeit, sag ich mal so. Wie ist denn so die Entwicklung der Versandmengen in den letzten 2 Jahren abgelaufen? Wie weit hat euch ShipCloud dabei auch unterstützt? Also wir wachsen stetig, auch durch Corona natürlich und durch diverse Fleischskandale schauen immer mehr Leute auf wirklich hochwertiges Fleisch. Und ja, wir haben halt mit der Skalierung zurzeit überhaupt kein Problem. Also wir könnten jetzt noch mehr vermarkten, weil wir auch genug Landwirte jetzt zurzeit haben. Und mit ShipCloud sind halt nur ein paar Klicks bei uns im Backend und dann steht die Verbindung zu Go oder DHL. Also das ist kein Problem. Also letztendlich meinte Dirk ja vorhin, wir sind ja noch lange nicht da, was ShipCloud leisten kann mit 20.000 bis 30.000 Sendungen pro Monat, meintest du, ne? Oder, ja genau. Auch am Tag würde gehen. Das stimmt ja noch lange nicht. Da werden wir auch niemals hinkommen, weil das mit unserem Konzept so gar nicht geht. Also wir können uns zwar skalieren, aber niemals in so eine Richtung. Und deswegen haben wir da auch keine Angst vor so einer Skalierung, weil es halt super einfach geht, eben diese Verknüpfung mit dem Logistiker zu schaffen, durch ShipCloud. Der, wie ist das denn? Ihr seid natürlich daran interessiert, Startups auch beim Wachsen zu helfen. Habt ihr bestimmte Einstiegskonditionen für Startups, die es in die Entscheidung für euch noch leichter machen? Wie ist das da geregelt? Ja, also wir haben ja hier für Kunden aller Größe sozusagen haben wir ein Angebot. Das geht im Grunde genommen los mit so einem Starter-Abo, was wirklich halt für die ganz kleinen Versender halt gedacht ist. Und es geht dann halt, also es kommt mal darauf an, wie viel man wirklich verschickt dann halt. Also meine Empfehlung ist ja halt grundsätzlich immer, wenn man anfängt, mal testen und wenn man merkt, okay, das läuft, ich kann da ein Business draus machen, sich dann ruhig auch einen eigenen Vertrag halt einfach holen, weil das hat Hinrich auch wunderbar eigentlich gesagt. Das ist halt auch immer wichtig, also es gibt ja immer viele, die so sagen, es muss günstig sein, irgendwie der Versand muss irgendwie ganz, ganz günstig sein. Da sage ich immer, nee. Weil wer billig kauft, kauft zweimal, da ist tatsächlich was dran, weil es ist immer so, wenn man diese Versandkonditionen jetzt über, sage ich jetzt mal, einen Drittanbieter einkauft, wir selber bieten die Möglichkeit ja auch an, also ich bin irgendwie ein kleiner Versender, ich will jetzt keinen eigenen Vertrag bei der DHL machen, dann kann ich mir halt über ShipCloud eine DHL-Versandmarke kaufen, das ist überhaupt gar kein Problem, das bieten wir einfach mit an. Nichtsdestotrotz ist es halt so, ab einer gewissen Versandmenge muss ich halt in der Lage sein, eine Abholung selber zu organisieren meiner Pakete, wenn was schiefläuft mit dem Paket, dass ich halt bei der DHL selber anrufen kann und sagen kann, hey, irgendwie ist da was komisch, irgendwie da steht seit 5 Tagen, irgendwie ist unterwegs, aber es kommt nicht an, was ist denn da los? Also man muss da schon selber irgendwie eingreifen können und gerade wenn es ums Thema Expressdienstleister geht, dann sowieso, also da geht es ja um einen Tag, also da muss ich halt einfach schnell sein und das macht halt einfach Sinn, dann halt schon da mit eigenen Verträgen dann halt auch zu arbeiten. Aber zum Testen, wie gesagt, wenn man irgendwie einfach sagt, ich fange jetzt hier ganz klein an, muss man nicht unbedingt einen Logistikervertrag machen. Da unterstützt ShipCloud halt auch die kleinen Händler und bietet halt entsprechend Versandkonditionen halt für DHL, UPS und DPD entsprechend halt an. Also günstig würde ich da, also häufig bei günstig, man kauft dann ja zweimal und das ist beim Versand eigentlich genauso. Wenn man gerade anfängt und die ersten Kunden schon vergrault, weil man gerade beim Versand sparen will, das ist genau der falsche Schritt. Also gerade die ersten Lieferungen müssen zu 100% richtig ankommen, um überhaupt die Kundenbindung aufzubauen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall sich ordentliche Angebote einholen und nicht unbedingt bei den billigsten anfangen. Die sehen zwar erstmal schön in der Kalkulation aus, aber wenn du nachher Retouren hast und Geld zurück und wie auch immer, dann sieht es auf einmal nicht mehr so schön aus. Ja, und das Schlimme ist ja letztendlich dann halt, du selber als Versender kannst ja auch für die Servicequalität deines Versanddienstleisters nicht so irgendwie was für, ne? Also wenn das Paket nicht ankommt. Ja, aber du kriegst halt... Kunden zu vermitteln, dass du gerade eigentlich nicht schuld bist, aber eigentlich bist du ja doch schuld, weil es ja letztendlich dein Vertragspartner ist. Der Kunde hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun. So mit Amazon und den ganzen großen Versendern, da hat man jetzt immer schon so ein bisschen
dass der Kunde gar nicht mehr den Shop selbst kontaktiert, sondern den Zwischenhändler. Aber so ist es ja im normalen Leben ja gar nicht, sondern immer der Shop wird kontaktiert, der dann erstmal sagt, oh Mist, dann muss ich jetzt erstmal nachgucken, erreicht dann vielleicht gerade keinen. Also das ist dann ganz schlimm. Und wir haben dann ja gerade, der Checkout-Prozess ist ja so super wichtig, bei diesen Preisen bei Express, die nachher, das machen wir halt nicht, dass wir die im Warenkorb nachher einfach draufschlagen und hopp, sondern wir verrechnen das alles mit den Fleischpreisen an sich, sodass wir wirklich von Anfang bis Ende komplett den gleichen Preis haben. Also der Kunde checkt nicht aus und kriegt am Ende 30 Euro Versandkosten obendrauf, sondern am Ende ist wirklich der Preis der gleiche wie am Anfang, sozusagen versandkostenfrei. Dadurch hat der Kunde dann eben eine geringere Absprungrate nachher und ist darauf besser vorbereitet, was das denn im Gesamten eigentlich wirklich kosten wird. Also im Grunde genommen sind die Kosten bei euch ja mit eingerechnet, sozusagen dem Produkt, was er halt einfach kauft, genau. Ja. Was du gesagt hast, Hinrich, noch, das fiel mir gerade noch ein, weil du gesagt hast, hier am falschen Ende gespart, habt ihr am Anfang ja auch gemacht, weil ihr habt nämlich gedacht, ich kaufe günstig mal Verpackung und habe dann festgestellt, das funktioniert gar nicht so richtig, weil ihr relativ viel Bruchware hattet, weil das ist ja auch so ein Klassiker im Versandbereich. Ja, du meinst jetzt bei Standard, ne? Ja. Genau, ich meine bei euren Gläsern. Ja, genau. Genau. Das war halt so da, wir sind halt so ein bisschen, wir dachten, das wird schon funktionieren und haben uns einfach so einen einwelligen, also wir sind auch Profis in Kartonagen geworden tatsächlich, einwellige Kartons einfach bestellt und da unsere Gläser reingesteckt und die kamen alle zerbrochen an und DHL übernimmt dafür auch keine Verantwortung und keine Haftung. Also du musst dann sozusagen für den Schaden aufkommen, was du ja auch vorhin meintest, Dirk. Du kannst natürlich irgendwie dein Karton zertifizieren lassen von DHL oder OPS, das kostet irgendwie 20.000, 25.000 Euro. Dann würden die haften, aber das ist ja für unsere Werte überhaupt nicht gegeben. Und dann haben wir uns richtig rangesetzt mit einem Kartondesigner sozusagen und haben dann extra für unsere Gläser einen Karton designt, super standhaft und seitdem überhaupt keine Probleme mehr. Also da, genau, da muss man dann auch von vornherein, das war auch vor einem anderen Panel, einen Profi reinholen, der dann sagt, okay, das ist möglich, weil man kann nicht als Startup alles überblicken, was es auf dem Markt gibt, so mit den ganzen Knicktechniken und wie auch immer. Und ja, seitdem alles komplett bruchfrei und ja. Ich kann das mal kurz einblenden hier, haben wir ein Foto davon, von dem Karton. Ja, genau, das ist unser Rinderfond, der in dem vorbereiteten Karton, also man sieht ja auch, dass es dann an den Seiten richtig dick ist, oben kommt nochmal eine zweite Lasche oben drüber, dann nochmal der Deckel. Und seitdem bewegt sich da überhaupt nichts mehr. Und gerade diese Rinderfondgläser, die sind halt ganz, ganz dünnwandig. Und die brauchen natürlich dann besonderen Schutz. Und wie sah das vorher aus? Ja, das war einfach nur ein einwilliger Karton, ganz normal, ja. Mit so einem Gitter in der Mitte. Also da konnten sich selbst die Gläser schon fast wieder berühren und haben sich dann selbst zusammengestoßen. Okay. Und wenn man die Versanddienstleister kennt, wie die mit Paketen mal umgehen, dann war das einfach. Da vielleicht noch eine Info an der Stelle, also die Kollegen hier von Distillery, die kennt Hinrich ja auch und Matthias, glaube ich, kennt sie auch, die haben ja selber dann, weil Hinrich hat ja gesagt, du kannst ja du kannst zum Beispiel ja selber zertifizierte Verpackung kaufen, ja, die dann halt auch vom Versanddienstleister freigegeben ist. Genau, das gibt es ja auch schon Standard, als Standardware sozusagen, die sind ja auch schon. Genau. Das gibt's, die kosten aber einen Tick mehr dann halt und es ist manchmal auch schwierig, wenn du die noch customizen willst mit einem eigenen Logo oder was auch immer, das ist halt immer so ein bisschen da gibt es halt zum Beispiel, also Distillery hat es damals, glaube ich, selber getestet dann halt, die haben dann halt wirklich gesagt, okay, wir packen jetzt mal so, wie wir denken, dass es ordentlich ist und sind dann an die Laderampe und haben dann irgendwie aus 1,20 Meter Höhe die Kartons auf den Boden geschmissen, um halt einfach zu gucken, bleibt es heil oder nicht, und das ist jetzt, hört sich jetzt skurril an, aber das ist halt ein guter Tipp tatsächlich, das ist einfach mal selber testen und mal überlegen, ja, funktioniert denn das? Und das ist halt wirklich so, ich weiß nicht, ob wer schon mal in so einem Logistikzentrum war beim Versanddienstleister, ich war da tatsächlich schon ein paar Mal, es ist halt tatsächlich so, das passiert halt einfach, ne? Also die Sachen, die werden da jetzt auch nicht liebevoll, also das ist auch so wo ich mal sage, ja, ich klebe da jetzt drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Ja, so einen schönen Aufkleber. Das interessiert keinen bei irgendeinem Versanddienstleister. Die Sachen, da kommt irgendwie, die Wechselbrücke kommt da rein, dann wird die geleert und da fliegt auch mal was aus einem Meter Höhe und es passiert tatsächlich auch mal, dass sich halt Ware verkeilt auf dem Laufband halt in so einem Logistikcenter und dann rutscht auch mal an der Kante was rüber und dann fällt das halt 1,20 Meter. Ja. Und das sind dann genau diese Sachen, wo was kaputt gehen kann und deswegen ist es halt wirklich sicher, also es ist
wichtig, dass man es sichert entsprechend, damit halt die Ware nicht kaputt gehen kann. Genau. Also Hand aufs Herz hätte ich das gemacht und das wusste ich auch schon, wäre alles zerbrochen. Also es war eigentlich abzusehen, dass die Gläser nicht ordentlich ankommen. Aber ein Versuch war es mal wert und ja, jetzt waren wir schlauer. Gibt es sonst noch irgendwelche Tricks, Dirk, für, also jetzt den Test einfach mal auf den Boden schmeißen aus der Höhe? Ist einige, hast du noch andere Tipps auf dem Lager, wo man sagt, das könnt ihr auch zu Hause mal ausprobieren vorher? Naja, also ich sage halt immer, das Auge isst auch mit, ne? Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Also ich kann mich da düster dran erinnern. Ich habe da mal vom Kunden, der einen Knödelshop hatte, als Dankeschön, weil ich ihm ganz gut geholfen habe, ein Dankeschön-Paket bekommen. Und der hat halt die Ware dann halt in einen Karton halt gepackt, was man ja so macht, das macht ja auch noch Sinn. Aber er hat dann halt irgendwie von einem Discounter halt so eine Kühltüte genommen, kennt man ja, wenn man die Tiefkühlpizza reinmacht, und hat dann einfach so einen Kühlakku noch mit reingepackt, was man so normalerweise halt irgendwie an so einen Strandtag noch mit reinpackt. Und hat es natürlich im Standardversand verschickt, wo das dann natürlich schon mal 2 Tage unterwegs war. Also mit dem Ergebnis dann halt auch, dass entsprechend, also diese Knödel, die waren schon, ich will nicht sagen grün, aber es ging ein wenig in die Richtung und kalt waren sie halt auch nicht mehr. Und da muss man sich halt, glaube ich, so solche Gedanken halt mal drüber machen. Also wie würde das auf mich wirken als Kunde, der so ein Paket bekommt? Und das Auge ist immer mit. Ja, das ist so. Also auch beim Versand ist das Auge mit. Also macht's schön, ist mal so mein Tipp. Dann halt macht's ansprechend. Und das ist ja letztendlich auch das, was Hinrich gemacht hat. Die Kartons sind ja auch extrem ansprechend, noch mit so ein paar Tipps dann halt so Best Practice. Das ist ein Eindruck. Genau. Ja, bevor wir jetzt vielleicht zum Abschluss kommen, mal eine Zwischenfrage an Philipp. Bist du dabei? Hast du vielleicht irgendwelche Fragen aus unserem Auditorium schon zusammengesammelt? Ansonsten könnt ihr auch gerne auch im Chat noch, die im Chat Zugriff haben, uns Fragen stellen. Da waren wir aber ganz schön schnell. Ja. Nicht zu hören? Ja, bist du hören, alles gut. Wunderbar. Ich hatte euch gerade hier auf dem Second Screen so ein bisschen größer gemacht und da habe ich euch gerade sehr gespannt gelauscht. Und da muss ich dann immer noch die Audioeinstellung einmal umstellen. Noch keine Fragen. Ich fand das bisher super spannend, was ihr erzählt habt. Und klar, auch diesen Falltest einfach mal selber zu machen. Manchmal liegt das Einfache so nah und so auf der Hand. Also Fragen aus dem Chat gibt es aktuell noch keine. Da vielleicht nochmal die Anregung. Haut jetzt mal in die Tasten, Leute. Ihr habt hier 2 Profis, einer, der quasi die Idee hat, der andere, der es umsetzen kann. Und die Fragen könnt ihr natürlich auch im Anschluss vielleicht noch, wenn ihr euch in die Lounge begibt, eventuell dort noch beantworten. Was vielleicht noch ein Satz zu ShipCloud wäre, ist, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, du bist da Account Manager, sprich, du betreust dann halt Kunden. Und genau das ist doch das Interessante auch, dass man sich, ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, ich habe da auch in einem kleinen Unternehmen unter die Arme gegriffen und habe auch gesagt, so Mensch, du musst dich nicht um jedes Paket alleine kümmern, da gibt es mittlerweile Lösungen. Und da haben wir uns auch tatsächlich für ShipCloud entschieden und haben dann da miteinander telefoniert und gesprochen. Und ich finde auch Kundenservice ist da sehr, sehr gut, kann man einfach an der Stelle mal hervorheben. Und insbesondere auch, wenn dann mal Fragen sind, die nicht telefonisch geklärt werden können. Viele haben ja dann Sorge, ja, schreibe ich da jetzt was in den Chat und so ein Chatbot oder der antwortet doch gar nicht und so weiter. Und da habe ich die Erfahrung auch gemacht, weil wir gerade zum Anfang eben die Probleme hatten. Wenn ich da jetzt draufklicke und der Paketmann, wann kommt der denn eigentlich? Wie viel Uhr? Es ging halt immer um UPS in dem Fall, so weil diese Zustellung per UPS geliefert werden sollten. Und die haben dann natürlich andere Zeiten vielleicht, als es DHL hat und so weiter. Und wurde halt alles super schnell beantwortet, alles per E-Mail und das ging innerhalb von, sage ich mal, 2 Tagen hatten wir das gesamte Problem, wenn man so will, gelöst. Und das finde ich schon sehr phänomenal. Sonst wären wir, glaube ich, auch nicht mehr bei ShipCloud. Ne? Also gerade in der heutigen Zeit ist es ja super einfach zu wechseln auch, Anbieter zu wechseln. Und wenn der Kundenservice halt passt, deswegen ist es auch im E-Commerce halt so mega wichtig, einen guten Kundenservice zu haben, dann sind sonst die Kunden schneller weg, als du gucken kannst. Ne? Und das passt definitiv bei ShipCloud, ja. Ja, und das kann man ja sagen, der Kunde, das ist ja auch nicht der Kunde, der am Ende dein Produkt konsumiert, sondern du bist ja auch der Kunde, nämlich vom Versanddienstleister. Also das muss man so im Prinzip die ganze Kette weiterspinnen. Auf jeden Fall. Insofern, ja, guck mal, haben wir schon 2 positive Erfahrungen von unterschiedlichen Leuten. Freut mich, ja. Matthias, ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen gibt, du kannst gerne noch... Ja, wir können gerne weitermachen. Weitermachen. Ansonsten, wenn wir ein bisschen früher fertig sind, ist es halt. Nee, aber wir haben noch genug Stoff, das ist nicht das Problem. Okay, super, dann macht mal gerne weiter. Ich, sobald was ist, klicke ich mich auch ein. Also keine Alles Sorge. Klar. Gut, dass dein Hemd wieder trocken ist, Philipps. Freut mich.
Ja, das ist hier, du, ich habe hier so einen 5000 Watt Föhn benutzt, also insofern, das war nur noch eine Frage von ein paar Minuten, bis das Ding trocken war. Und es hat keine Brandlöcher. Sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Nochmal zum Kundenservice von ShipCloud, wo ich ja schon gerade so viel Lob bekommen habe. Dann habe ich es ja miterlebt, dass du am Donnerstag vor Ort warst bei Henrich in Kaihude. Wie nah bist du immer am Kunden? Kannst du bei jedem Kunden so persönlich dabei sein? Oder ist das jetzt ein bisschen auch der Umstände schuld, dass du in der Nähe wohnst? Wie ist da der Kontakt? Also es ist ja so, wir machen hier Software as a Service. Also ich sage mal so, es ist halt so, das wie Netflix, ne? So Bus zum Versenden, so kann man es vielleicht ein bisschen sagen. Und es ist halt natürlich, wir haben ja irgendwie weit über 10.000 User bei ShipCloud und natürlich kennt man nicht jeden persönlich. Aber man hat halt viel E-Mail-Kontakt tatsächlich und jetzt gerade, seitdem wir hier so eine kleine Pandemie haben, hat man tatsächlich mehr visuellen Kontakt durch irgendwie Videotelefonie. Das ist halt tatsächlich eigentlich auch eine gute Sache, finde ich persönlich. Und man hat da einfach die Möglichkeit, mit den Leuten halt auch so ein bisschen mehr wieder ins Gespräch zu kommen. So telefonisch ist halt immer auch schwer, also es ist halt immer so ein bisschen was, man muss was zeigen können halt auch oder oft ist es ja so, Kunden haben so Konfigurationsprobleme und dann ist das halt auch am Telefon immer schwer zu erklären, also vielleicht auch das, was Philipp gesagt hat, schriftlich oft ist es tatsächlich besser, also es ist halt wirklich, wenn ich eine technische Frage habe, ist so eine technische Frage am Telefon oft schwerer zu beantworten, wie wenn man sein Problemchen einfach mal kurz in eine E-Mail schreibt, einen Screenshot dazu macht und dann haben wir halt auch Kollegen, die das wirklich schnell und professionell halt auch beantworten können. Das ist wirklich auch generell so als Tipp zum Customer Service ganz generell. Oft ist es halt auch so telefonisch, gerade so, wenn Leute sich interessieren für irgendein Produkt, dann rufen die an, dann bist du nicht am Platz, dann machst du so Telefon-Ping-Pong. Das ist halt auch nicht so cool. Also dann lieber verabreden, ne, zum Telefontermin oder heutzutage dann halt zum Videocall. Das machen wir schon. Und klar, probiere ich immer möglichst dicht am Kunden zu sein, ist aber, wie gesagt, aufgrund der Masse jetzt nicht immer so dicht möglich wie jetzt bei Henrich, auch aufgrund der lokalen Nähe. Aber trotzdem, ich glaube, Henrich hat, die haben ja das Restaurant aufgemacht, kurz vor Corona, glaube ich, richtig, ja, bevor so richtig losging. Und da sagte Henrich noch so, ey, du musst mal vorbeikommen. Sag, klar, komme ich mal vorbei. Ja, und es hat jetzt... Schwupps, ist nichts passiert. Ich wollte gerade sagen, es hat jetzt ein Jahr und 4 Monate gedauert, bis ich mal da war. Aber ich habe da auch noch nicht gegessen, weil ihr habt ja nicht, doch, ihr habt jetzt wieder offen, aber wir waren ja außerhalb Öffnungszeiten da. Aber ich komme bestimmt noch mal vorbei. Also wie gesagt, wer mal in Kaihude ist, einfach mal vorbeifahren. Die Menükarte sah sehr gut aus, muss ich sagen. Das kann ich bestätigen, ja. Ich habe jetzt auch eine Frage aus unserem Auditorium bekommen. Eine Frage von Imken Drehburg, die bei Facebook fragt an Henrich: Wird die aufwendige Verpackung von den Kunden geschätzt und gibt es da entsprechendes Feedback? Also Lina und mir war ja von Anfang an sowieso die Verpackung und so auch super wichtig, weil wir mit so einem hochwertigen Produkt ja handeln. Und wir haben fast in jeder Bewertung ist wirklich mindestens ein Satz zu der Verpackung. Also deswegen ist dieses Packaging, was man dann eben macht, heutzutage super wichtig, weil wir bringen jetzt so ein bisschen Natur und dieses Feeling von Landschaft dann mit in das Wohnzimmer oder in die Küche. Und das ist auf jeden Fall 100% ein Kaufargument im Online-Shop, die Verpackung. Also da bin ich zu 100% überzeugt von. Deswegen jeder, der sowas anfängt, sollte sich richtig, richtig, richtig viele Gedanken um das Packaging machen. Und da vorhin wurde ja gesagt, mal so einen Aufkleber reinlegen und so, damit ist es heutzutage nicht mehr getan. Also viele würden dann eher denken, oh, jetzt habe ich noch ein bisschen Müll bekommen, den ich jetzt sofort wieder in die Tonne schmeiße. Da muss man echt wirklich genau aufpassen, wie man, was man dem Kunden an die Hand gibt und wie er das ganze Paket nachher auch entsorgen kann, ne, das Packaging. Das ist halt auch super wichtig. Da muss man sich auch im Vorfeld schon mal ein bisschen Gedanken machen. Weil ja auch viele kennen das jetzt vielleicht, die sowas anfangen. Wir müssen jetzt ja auch noch Geld bezahlen für den Müll oder die Kartons, die wir in Umlauf bringen. Also wir bezahlen pro Versand eben auch Geld an ein Recyclingunternehmen und deswegen werden Kartons und Stroh natürlich günstiger, als wenn man jetzt alles in Plastik und Styropor verschickt. Da muss man sehr hohe Abgaben zahlen. Deswegen ist das auch nochmal wichtig, sich darüber richtig Gedanken zu machen, um am Ende dann auch Geld zu sparen. Ich habe doch gerade eine Frage von René, auch über Facebook.
Seid ihr irgendwo gelistet oder liefert ihr direkt? Also wo kann man euch überall bekommen? Ja, vorhin war ja Jochen hier von Rewe. Also wir sind darauf gar nicht aus, irgendwo gelistet zu sein. Also wir sind hier im lokalen Bereich, weil wir, das ist halt so ein bisschen, wir sind ja noch relativ klein und wir hatten dann von unseren Bentheimer Landschwein sehr viel Leberwurst. Und dann dachten wir so, okay, online ging das noch nicht so gut, dann sind wir zu Edeka hier in den lokalen Bereich reingekommen sofort, weil die natürlich auch überzeugt waren und der Absatz ist jetzt so gestiegen, dass wir mit der Produktion nicht mehr hinterherkommen und unsere eigenen Kunden in unserem Online-Shop nicht beliefern können. Und dann müssen wir jetzt schon wieder irgendwie die Waage halten. Deswegen, also LEH und so ist für uns eigentlich gar nicht das Ziel. Wir liefern immer nur direkt an den Endkunden, auch nicht an Gastronomie. Das bringt alles nichts, für uns nicht. Also für andere ist es vielleicht irgendwie der richtige Weg. Aber wir wollten von vornherein nicht in so einem Spiel mitspielen, wo wir nachher abhängig wären von jemand anderem, der uns dann irgendwelche Preise diktiert. Also deswegen sind wir da relativ strikt, was B2C angeht. Wobei, die Hamburger können sich ja freuen, ihr habt ja in Hamburg jetzt einen Laden. Wir haben unseren eigenen Laden, ne? Genau. Aber wir sind ja nicht gelistet, sondern wir, wenn, dann machen wir unseren eigenen Laden auf mit unseren Produkten. Und in Hamburg, Uhlenhorst, da haben wir sozusagen unseren zweiten Hofladen, in Kaihude ist der erste. Und dort vermarkten wir eben auch so Braten, Rouladen, all das, was wir eben so vom Rind, Schwein und Geflügel dann so haben. Aber ihr versendet schon bundesweit. Und ich habe auch gehört, ja, bis nach Dänemark inzwischen. Wie weit ist da das Einzugsgebiet? Ich weiß gar nicht, wo der alles ein Kunde. Ein Kunde. Okay, es kann noch mehr werden. Genau, das ist halt ein Deutscher, der nach Dänemark gezogen ist. Und dann haben wir ihm Gefallen getan. Und der bestellt jetzt bestimmt alle 3 Wochen ein Paket mal. Und das klappt auch super. Deswegen aus Schleswig-Holstein nach Dänemark zu schicken, ist ja letztendlich, natürlich sprechen, also außerhalb Deutschlands. Aber wenn wir nach München schicken, ist es ja die gleiche Entfernung eigentlich. Ne? Das ist, weil wir so weit im Norden sind. Deswegen haben wir da nochmal gesagt, okay, das machen wir. Ja. Gibt es andere Ideen zur Skalierung, dass ihr sagt, wir machen ein Stück Land jetzt auch irgendwo in Süddeutschland als Franchise oder wie auch immer, oder möchtest du das immer in Kaihude behalten alles? Also nee, wir haben schon die Idee, aber es bringt ja nichts, wenn wir hier unsere Landwirte gerade haben und immer mehr Nachfrage besteht, also von den Landwirten, dass wir für die vermarkten, dann macht es für uns erstmal keinen Sinn, woanders noch mehr Landwirte zu akquirieren. Und am Ende nehmen wir deren Tiere nicht ab, die es aber, was wir denen in Anführungsstrichen versprochen haben. Deswegen wollen wir erstmal unsere Kundschaft weiter aufbauen und eher öfter ausverkauft sein, als dass wir ein Überangebot haben und nicht genug Kunden. So, wir sind lieber ausverkauft, weil das irgendwie auch zu unserer Philosophie gehört, dass eben Fleisch nicht ständig verfügbar ist. Deswegen können wir niemals ins LEH, weil die halt immer, okay, wir brauchen nächste Woche wieder 100 Packungen davon oder wenn mehrere bestellen, vielleicht 500 oder so, das können wir gar nicht leisten und wollen wir auch nicht leisten, sondern wir sind dann wirklich so eine auserwählte, direkt an den Endkunden. Das ist einfach unser Ding und deswegen erstmal andere Landwirte, nein, aber es ist auf jeden Fall im Gedanken schon drin, dass wir, sagen wir mal, in Thüringen Hinrich und Lina 2 haben, die dann ein Stück Land für uns dort machen mit den regionalen Bauern und das ist irgendwann so Zukunftsmusik, dass dann jemand aus Thüringen dann eben dort wirklich regional bestellen kann und die in Schleswig-Holstein und. Aber das ist noch weit, weit in der Zukunft. Ja, das meinte ich aber auch, dass man so dass ihr Standorte habt, um die Regionalität dann auch wieder noch stärker zu fokussieren. Ja, das meinte Jochen vorhin ja letztendlich auch. Wir denken eher so ein bisschen langsamer und dafür dann richtig. Genau. Also wenn man richtig zu schnell, dann fängt man an zu straucheln und kommt in Stolpern und auf einmal geht das alles den Bach runter. So waren Lina und ich noch nie, sondern wir machen wirklich alles auf Sicherheit und deswegen geben wir uns die Zeit, die ein Stück Land da dann auch euch braucht. Sehr schön. Ja, so langsam kommen wir dann auch dem Ende entgegen. Wir haben noch 2-3 Minuten. Vielleicht jeder nochmal so ein kleines Schlussstatement, so ein Tipps für angehende Food-Startups. Vielleicht fängst du an, Dirk. Ja, also Schlussstatements haben mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Auch der Tag natürlich vor Ort in Kaihude. Kurz Tipps zusammengefasst. Also ich würde halt immer sagen, was wir hier auch schon gesagt haben, einfach mal Gedanken machen, wie hätte ich selber gerne als Kunde? Ne? Also keiner möchte ja jetzt irgendwie A, ewig auf sein Paket warten, B, vergammelte Ware empfangen, C, irgendwie ein unansprechendes Paket haben. Immer an die Verpackung denken, ganz, ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn Ware halt einfach kaputt geht. Das passiert, gar keine Frage, aber man sollte halt einfach als Versender alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und
wenn es mit der Nachhaltigkeit passt, würde ich sagen, umso besser. Ich glaube, das ist ein Thema, womit wir uns alle in den nächsten Jahren auf jeden Fall intensiver noch beschäftigen sollten. Ja. Dann bin ich jetzt dran. Ja. Ja, ich sag mal so, also ich würde jedem gerne ans Herz legen, auch Produkte auf den Markt zu bringen, die man auch wirklich noch braucht. Das ist, ich sehe manchmal immer so Startups, wo du denkst, okay, das braucht kein Mensch mehr und verbraucht einfach nur wieder oder produziert noch mehr Plastik für nichts. Und sich ganz klar Gedanken machen, wie letztendlich der Versand zum Endkunden realisiert werden kann. Und was da ganz wichtig ist, Versand ist jetzt nicht irgendwie Raketenwissenschaft. Es funktioniert. Es gibt schon diverse Anbieter, die das richtig gut leisten können. Es gibt auch diverse Schnittstellen, die einem das Leben einfacher machen, wie zum Beispiel ShipCloud. Und dafür sollte man auf jeden Fall keine Angst haben, aber auf jeden Fall einen guten Plan haben. Und wenn mal was schief geht, was Dirk meinte, auf jeden Fall immer einen richtig guten Kundenservice haben. Immer freundlich sowieso zu Kunden, das ist ganz klar. Und ja, das sind auf jeden Fall so die wichtigsten Punkte. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, Hinrich. Hat wieder mal Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei unserem FEC Select. Vielleicht guckt ihr noch ein bisschen zu. Das nächste Thema wird auch wieder sehr interessant. Online Lebensmittelhandel mit Gorillas und MyInso und vielen anderen. Und dann gebe ich wieder zurück zu Philipp. Alles klar, danke und tschüss. Danke, ciao. Tschüss.